Hallo Freunde! Habt ihr gewusst, dass man weder mit einem, noch mit zwei, noch sogar mit drei Videos auskommen würde, um auf sämtliche sportliche Leistungen von Cristiano Ronaldo eingehen zu können? Einen wesentlichen Teil seines Lebens hat er auf dem Spielfeld verbracht, da er schon mit 8 für eine Hobbymannschaft gespielt hat. In den 25er Jahren seiner Karriere hat er es geschafft, der beste Torschütze in der Geschichte der Europameisterschaft, des Europapokals und der UEFA Champions League zu werden. Darüber hinaus ist Ronaldo ein fünffacher Gewinner des Goldenen Balls. Es besteht kein Zweifel daran, dass Cristiano ein toller Fußballer ist. Aber was wisst ihr eigentlich von diesem arbeitsamen und talentierten Menschen, außer dass er Fußball spielt? Vermutlich nicht so viel und es ist an der Zeit, das zu ändern. Heute erzählen wir euch 7 Fakten über Cristiano Ronaldo, die ihr wahrscheinlich nicht kennt. Lasst uns loslegen. Fakt 1. Beim Namen des Fußballers, unter dem wir ihn kennen, handelt es sich nicht um seinen kompletten Namen. Cristiano Ronaldo ist nämlich weder sein Vor- noch Nachname, sondern ein Doppelname, der abkürzungshalber benutzt wird. Mit vollen Namen heißt er nämlich Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Stellt euch bloß vor, wie sein Trikot aussehen würde, wenn darauf der vollständige Name des Fußballspielers stehen würde. Cristiano wurde übrigens in Portugal geboren, wo sein Geburtsname Ronaldo als selten gilt. Es ist so, dass der Vater des Fußballers eine lange Zeit ein Fan des US-Präsidenten Ronald Reagan war. Es war seine Idee, Ronaldo nach ihm zu benennen. Und so entstand der Name, der heutzutage in aller Munde ist. Fakt 2. Es ist schwer zu glauben, aber das Schicksal eines der glänzendsten Torjägers der Fußballgeschichte stand einst auf Messerschneide. Natürlich meinen wir damit Ronaldo. Als er 15 war, musste er sich nämlich einer Herzoperation unterziehen. Diese Tatsache ist erst vor kurzem herausgekommen, aber sie ist wahr. Die Ärzte haben beim jungen Ronaldo Tachykardie diagnostiziert und ihm verboten, weiter Fußball zu spielen. Man kann sich kaum vorstellen, wie schwer es den talentierten Jungen getroffen haben muss. Doch einen Monat später, als ein Eingriff per Laser durchgeführt wurde, wurde der Herzfehler erfolgreich behoben. Fakt 3. Auf der Insel Madeira, wo Cristiano Ronaldo auf die Welt kam, befindet sich sein persönliches Museum. Dort bewahrt der Fußballer all seine zahlreichen Auszeichnungen und Pokale auf und meint, dass es ein spezielles Geschenk an die Fans sei. Im Museum sind fast 125 Fußballtrophäen ausgestellt, darunter natürlich seine goldenen Schuhe und die goldenen Bälle. Dort steht auch eine lebensgroße Bronzestatue des Fußballers. Anfangs stand sie allerdings draußen, aber später wurde beschlossen, sie im Inneren des Museums aufzustellen, weil Vandalen darauf Lionel Messi gekritzelt haben. Das Museum scheint also nicht nur von seinen Fans, sondern auch von seinen Neidern besucht zu werden. Fakt 4. Bereits in der Schule war Cristiano ein ziemlicher Promi, aber er hatte keinerlei Interesse am Lernen. Er hat sich voll und ganz mit Fußball beschäftigt und hielt nichts von Mathe, Physik und anderen Fächern. Und eines Tages wurde Ronaldo aus der Schule rausgeschmissen, allerdings nicht wegen seiner schlechten Noten. Die Tatsache war die, dass er mit seinem Stuhl nach einem Lehrer geworfen hat. Von diesem Vorfall erzählte der Fußballer, als er schon erwachsen war, und gab zu, dass er es tat, weil der Lehrer ihn nicht respektiert hätte. Einer anderen Quellen zufolge hätte sich der Lehrer über seinen Madrider Akzent lustig gemacht und Ronaldo verlor irgendwann an die Nerven. Fakt 5. Cristiano Ronaldo hat bei sich Schönheitsoperationen vornehmen lassen, um sein Äußeres ein bisschen aufzupeppen. Er selbst gibt es natürlich nicht zu, aber seine Fotos sprechen eine ganz deutliche Sprache. Wenn man Ronaldo von heute mit den vor 10 Jahren vergleichen würde, würde man feststellen, dass seine Nase wesentlich schmaler geworden und die Kinnlinie sich sichtbar verändert hat. Des Weiteren hat der Fußballer sich die Zähne korrigieren lassen, um wie ein echtes Model auszusehen. Kein Wunder, denn Werbeverträge machen die Hälfte seiner Einkünfte aus. Fakt 6. Wo wir beim Thema Aussehen sind. Cristiano liegt eine Menge an seinem Äußeren. Manche Leute sind der Ansicht, dass er sein Aussehen sogar mehr Zeit als dem Training widmen würde. Man könnte meinen, dass er deswegen nicht tätowiert sei, weil er sein makelloses Image pflegen möchte. Doch das stimmt nicht so ganz. Cristiano Ronaldo ist nämlich ein engagierter Blutspender und wurde 2008 sogar das Gesicht einer Kampagne des Roten Kreuzes. Ungefähr zur selben Zeit hat er in einem sozialen Werbespot mitgespielt, deren Slogan lautete: Ich bin nicht tätowiert, weil ich sonst kein Blut spenden könnte. Fakt 7. Entweder liegt es am jahrelangen Training, das sich auf diese Weise auf die körperliche Verfassung des Fußballers ausgewirkt hat, oder es liegt daran, dass ein talentierter Mensch tatsächlich auf allen Gebieten talentiert ist. Wir haben nämlich keine andere Erklärung für das unglaubliche Springvermögen von Ronaldo. 2011 haben Wissenschaftler der Universität Chichester Cristiano vorgeschlagen, an ein paar biomechanischen Experimenten teilzunehmen. Und die Ergebnisse haben alle umgehauen. Ronaldo sprang aus dem Stand heraus 44 cm und mit Anlauf sogar 78 cm hoch. Damit ihr es euch vor Augen führen könnt, das ist 7 cm höher als die Leistung eines durchschnittlichen NBA-Spielers. Das war's für heute. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, wenn ihr auch auf Fußball steht. Bis demnächst!